die überfachlichen Module besonders wichtig, weil sie auch die berufliche Realität widerspiegeln. Das heißt, man ist ja nicht nur gefragt, in seinem Berufsleben ein Experte in seinem Fachgebiet zu sein, sondern auch überfachliche Fähigkeiten anzuwenden, sei es im Projektmanagement, in den Führungspositionen oder im Konfliktmanagement und so weiter. Ich glaube, dass man gerade heutzutage darauf angewiesen ist, weil unsere Welt komplexer wird, man muss mehr Dinge beachten, es wird täglich mehr von einem gefordert. Außerdem ist es spannend, andere Blickwinkel zu haben und nicht nur in seinem eigenen Saft vor sich hinzukochen. Besonders wenn es um Führung geht, wenn es darum geht, Veränderungen zu managen, Veränderungsprozesse in Organisationen zu managen. Das sind einfach Dinge, die dann in den überfachlichen Modulen auch vermittelt werden. Es geht um das humanistische Bildungsideal, dass man nicht nur Fachbildung vermittelt, sondern eben auch darüber hinaus überfachliche Kompetenzen. Und dazu dient auch das Komplementärstudium an der Professional School. Im Berufsleben und allein um eine Führungsposition gut ausfüllen zu können, finde ich das sehr wichtig, dass man Qualifikationen jetzt in Rhetorik, in Präsentation oder auch in diesen Konfliktverhandlungen zum Beispiel anwenden kann. Wie kann man mit Kommunikation überzeugen? Wie kann man Projektmanagement richtig bewältigen oder auch wie kommuniziere ich ganz generell, wie kann ich mit Konflikten umgehen? Also mitgenommen habe ich sehr, sehr viel, weil die ja sehr breit gefächert sind, die überfachlichen Module. Das heißt, es geht ja einmal um Ethik und Werte, um Führung, um Change Management, um Konfliktverhandlungen zum Beispiel. Also da konnte man sehr, sehr viel mitnehmen. Ich glaube, für mich insbesondere war das aus dem Modul Ethik und Werte, weil man dort sich doch damit beschäftigen musste, was eigentlich für einen selber wichtig ist und auch, was in einem im beruflichen Umfeld sehr wichtig ist. Da habe ich also sehr viel für mich mitgenommen. Besonders bei Team- und Mitarbeiterentwicklung haben wir ganz viele Theorien und Konzepte kennengelernt. Und mit einem der Teamrollenanalyse habe ich mich näher beschäftigt und das auch in der Praxis angewandt. Und es ist sehr spannend, wenn man sich mal überlegt, welche Einflüsse eigentlich die Komposition eines Teams mit sich bringt. Weil man einfach neue Perspektiven mal bekommt, Perspektiven, die nicht nur mit dem eigenen Fachbereich zu tun haben, sondern neue Dimensionen auch durchaus aufzeigen. Die Vernetzung unter den Studierenden aller Fachrichtungen fördern und da eben auch immer wieder man mit neuen Menschen zu tun hat und einfach neue Blickwinkel für sich erreichen kann. Ich glaube, der Austausch ist wirklich wahnsinnig wertvoll und das war auch ein Punkt, weshalb ich den MBA gewählt habe, weil ich gesagt habe, ich möchte nicht ein Fernstudium machen, ich möchte auch nicht Vollzeit machen, sondern ich möchte mit den Leuten in Kontakt treten, die auch berufstätig sind und ihre Praxiserfahrungen teilen können. Und das macht den Studiengang wirklich unglaublich spannend. Also die Workshops gehen ja auch hauptsächlich darum, dass man sich austauscht und andere Fälle sich anguckt und diskutiert. Und das war natürlich sehr toll, wenn da jemand aus dem Bauwesen oder aus dem Rechtwesen oder auch aus dem Nachhaltigkeitsmanagement dabei war. Das dritte Modul Gesellschaft und Verantwortung ist vor allen Dingen im Masterbereich, aber auch teilweise im Bachelorbereich studiengangsübergreifend organisiert. Da hat man nochmal die Chance, andere Perspektiven von Studierenden aus anderen Disziplinen und Studiengängen kennenzulernen, sich vielleicht auch daran zu reiben, miteinander in Austausch zu gehen. Letztendlich so auch, wie wenn man in nicht rein fachbezogenen Teams, sondern übergreifenden Teams im Berufsalltag arbeitet. Also mir war damals in dem Workshop besonders der Austausch mit den Ingenieuren in Erinnerung geblieben, weil die einfach eine ganz andere Sicht der Dinge haben. Das schafft die Möglichkeit, quer zu denken, neue Felder sich anzugucken und vielleicht auch mal ganz neue Perspektiven einzunehmen. Und das macht sehr viel Spaß. Ich habe dadurch durch diese Workshops, die ja sehr praxisorientiert sind, sehr viel mitnehmen können für mich und auch fürs Berufsleben. Jetzt ist erst, glaube ich, der Punkt, wo man das ausprobiert, ob man das, was man gelernt hat, ob man das irgendwie anwenden kann und wozu das führt. Aber das ist genau das Spannende, dass man so einen wissenschaftlichen, praktischen Input kriegt und den dann auch für sich selber verwendet.